Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Annika und diese schreibt: Hey Dandy, ich hatte in den letzten Tagen aufgrund von Krankheit viel Zeit und habe an meinem Zoo Tropical Island weitergearbeitet. Hiermit schicke ich dir mein Update. Ich hoffe, mein Zoo kann bei den anderen mithalten. Ich habe diesen Zoo extra für dein Format erstellt. Es ist ein Dschungelzoo, größtenteils mit Tieren aus dem tropischen Bereich. Da ich mich noch nicht so ganz ans Bauen rantraue, habe ich einige Elemente aus dem Workshop. Das Gorillahaus, der Wasserfall im Dschungelcamp sowie das Regenwaldgebäude, leicht verändert, sind aus dem Workshop. Meine selbstgebauten Wasserfälle sind, was die Düsen angeht, noch nicht optimal. Ich habe es mir ein wenig leicht gemacht und einige vorgefertigte Gebäude von Planet Zoo im asiatischen Stil benutzt. Ich denke, das passt aber auch zum Dschungel. Ich habe versucht, auf die Details zu achten und nicht zu groß zu bauen. Das Lichtkonzept ist nicht 100% durchdacht, aber du kannst dir den Zoo trotzdem gerne bei Nacht ansehen. Die Besucher habe ich auf 500 begrenzt und das Wetter ausgestellt. Leider habe ich momentan ein paar Probleme mit Aktivisten, welche auf meinen Mitarbeiterwegen rumstehen und nicht weggehen, obwohl es den Tieren gut geht. Folge am besten den Schildern mit dem Rundgang. Wenn neben dem Rundgang noch ein Schild ist, mach erst einen kurzen Abstecher dorthin. Ich hoffe, du hast viel Spaß bei der Besichtigung meines Zoos. PS, du darfst den Zoo gerne veröffentlichen. Liebe Grüße, Annika. Vielen lieben Dank, Annika, fürs Einsenden. Also der Zoo darf hochgeladen werden, das heißt, ihr findet den unten in der Videobeschreibung, wenn ihr den selbst ausprobieren wollt. Und jetzt begeben wir uns in den Zoo von Annika, nämlich Tropical Island. Und so schnell geht das. Anreise wieder blitzschnell übersprungen hier. Los geht's in das Tropical Island von Annika. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Mal schauen. Es ist auf jeden Fall schon mal schön nebelig hier. Sehr atmosphärisch. Ja, schon plätscherndes Wasser. Finde ich cool. Geht hier direkt gefühlt in einen Dschungel hinein. Hast ja auch geschrieben, dass es so ein Dschungelzoo ist. Tropical Island. Ist ja auch irgendwie so ein Standardname, ne? Den habe ich, glaube ich, schon öfter jetzt gehört bei Zoos. Tropical Island. Klingt aber auch immer sehr schön. Ist hier direkt so ein Felstunnel gemacht mit Düsen. Das ist ein bisschen doof, dass man die Düsen sieht, ne? Also ich glaube, das hättest du vielleicht ein bisschen realistischer in den Felsen oder so reingestalten können, dass das Wasser da irgendwie so rausfließt oder so. Weil das sind halt jetzt einfach Düsen in der Luft. Ja, das sieht man halt leider schon. Ich meine, wenn man jetzt hier so lang läuft und da nicht runterguckt, dann ist es ganz cool, wobei man sieht das hier rechts trotzdem. Aber ich glaube, ich würde das immer versuchen, so ein bisschen realistischer zu gestalten. Vielleicht hättest du das ja auch so machen können wie hier, dass hier dann einfach so ein Wasserfall runterfließt. Vielleicht dann ein bisschen weiter weg vom Weg, weil ansonsten würde das ja auf den Weg plätschern. Aber weißt du, was ich meine? Dass oben einfach eine Lücke ist, wo das Wasser dann durchfließt oder so. Oder halt einfach, dass es aus so einer Felsspalte oder so kommt. Ist wahrscheinlich ein bisschen eleganter, als die Düsen einfach in die Luft zu platzieren. Aber ansonsten finde ich das schon cool mit dem Nebel hier. Da hinten ist auch nochmal ein riesiger Wasserfall. Sieht leider auch nicht so realistisch aus. Bisschen übertrieben von den Düsen. Man sieht auch hier leider die Düsen. Ich warte immer noch auf das Update, bis man die endlich mal auf unsichtbar stellen kann. Das wäre super. So, und jetzt kommen wir auf den Hauptplaza, so wie es aussieht. Oh Gott, ich höre schon Musik durcheinander. Kann das sein? Damit müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Tropical Island. Okay, da müsst ihr auch immer aufpassen. Wenn ihr so ein Blumenbeet oder ein Springbrunnen oder sowas platziert, dass da wirklich kein Weg unter ist. Sonst seht ihr, dass die Leute da durchlaufen. Das macht halt auch so ein bisschen das Feeling kaputt, ne? Also am besten immer wirklich keinen Weg darunter platzieren oder den Weg drumherum am besten irgendwie schnüren. Ah, das sieht schon mal sehr cool aus hier. Oh, das ist auch ein schöner Wasserfall. Mit dem Boot würde ich hier gerne mal lang düsen, weil das, glaube ich, ein sehr kleines Gewässer ist. Aber sehr schön. Sieht richtig cool aus hier mit den Felsen, die verschiedenen Baumfarben. Gefällt mir. Tropical Island. Schön in bunten Buchstaben. Jetzt bräuchte man nur noch irgendwie so einen schönen Cocktail oder so aus einer Kokosnuss. Sehr cool. Gut, die machen halt auch immer ein bisschen das Bild kaputt, aber da kann man nichts dafür. Wir müssen immer protestieren. Abru. Fella Moop. So. Ah, ganz wichtig. Toiletten am Eingang. Das darf nicht fehlen. Sehr schön. Personal. Da gehen wir mal nicht lang. Oh, hier sehen wir schon die ersten Tiere. Flamingos, wie sie auf einem Bein chillen. Hat auch mal jemand in die Kommentare geschrieben, warum die...
Also rosa sind die, weil die irgendwelche Krabben essen und die so einen Farbstoff abgeben. Ich glaube, auf dem Bein stehen die, damit die nicht auskühlen. Korrigiert mich gern, wenn ich da falsch liege. Hast du aber cool eingebaut hier mit der Glasscheibe. Finde ich cool, so am Eingang, dass man direkt Flamingos sehen kann. Sind ja sowieso gute Begrüßungstiere. Jetzt gehen wir mal hinein in Tropical Island. Was uns hier erwartet. Hier rechts. Ja, hier haben wir das Flamingo-Gehege. Eine kleine Wasserdusche. Bisschen gestaltet. Hier hast du auch diesen fertigen Zaun genommen. Finde ich aber immer besser, als wenn man den Standardzaun nimmt. Bin ich halt nicht so der große Fan von. Da finde ich den hier schon schöner, muss ich sagen. Der hebt sich auch ein bisschen ab von der Holzfarbe. Das finde ich ganz cool. Also sieht auf jeden Fall besser aus als dieser Standard-Holzzaun, muss ich sagen. Oh, ist aber ein kleines, feines Gehege. Gut, hier schwebt das so ein bisschen. Aber es macht nichts. Hier hast du das schön mit der Felsen so abgesteckt schon. Schöne Felsarbeit. Auch die Höhle sieht sehr gut aus. So, hier rechts ist schon das nächste Gehege. Was haben wir denn hier? Hier keine Tierchen. Oder ist das gar kein Gehege? Ich glaube, das ist gar kein Gehege. Sieht nur so ein bisschen so aus. Ist, glaube ich, einfach nur Deko. Hast aber trotzdem schön gemacht. So, Rundgang Dschungelcamp. Wir gehen natürlich den Rundgang entlang. Dazu sehen wir erstmal die riesengroße DHL-Lieferung. Stellen wir jetzt mal zu. Leistenkrokodile haben wir hier. Cool. Kann man schön ins Wasser gucken. Ich glaube, das Wasser fließt sogar hier unter unsere Brücke, oder? Können wir mal kurz gucken. Ja, die können sogar unter unsere Brücke sozusagen... Können die hier rüberschwimmen? Nee, okay, du hast hier ein Gitter gemacht. Ich wollte schon sagen, sonst snacken die doch die Flamingos weg, oder nicht? Keine Ahnung. Aber sehr interessantes Gehege, muss ich sagen. Sieht cool aus. Hier mit dieser Steinbrücke, die du gebaut hast. Die Gewässer finde ich auch cool. Also man kann die super beobachten, die Krokodile. Wo man halt direkt von oben runter gucken kann. Hier hinten geht es auch noch so ein bisschen hoch. Das sieht schon sehr interessant aus. Gefällt mir. So. Was ist das denn hier? Also der Schwanz von dem Krokodil durch. Auch nicht schlecht. Hier kann man dann auch nochmal durchschauen. Gut, das mit dem Terrain ist jetzt hier nicht ganz so sauber. Also sowas würde ich eher mit Klippen bauen, glaube ich. Also mit diesen Felsen. Ich sage immer Klippen dazu, aber ihr wisst, was ich meine. Als mit so einem Terrain. Finde ich immer ein bisschen schöner. Finde ich auch eigentlich leichter, muss ich sagen, sowas mit Felsen zu bauen. Deswegen, also kann ich euch immer nur empfehlen. Terrain würde ich meistens immer nur da benutzen, wenn man sowas Größeres baut. Und gar... Geht's ja in einen coolen Tunnel rein. Gefällt mir. Ein Affentunnel, oder? Okay, das ist nice. Gefällt mir richtig gut. Sieht richtig schön aus mit dem Licht, was hier so durchschimmert. Und mit dem Schatten. Musik haben wir auch. Aber wo sind die Äffchen? Da! Da sitzt einfach ein Gorilla. Und gehend. Ist müde. Ich bin mittlerweile wach. Ich habe gefrühstückt und gerade den zweiten Kaffee hier. Aber finde ich cool sowas. Sowas ist immer nice. Vor allem können die halt auch hier rüber klettern und so. Das sehen wir leider jetzt gerade nicht. Aber das ist schon interessant, ne? Hat auch ein riesiges Glasgebäude. Und wir mal rüber klettern? Würde ich was sagen, damit man was sieht. Flachlandgorilla. Seht ihr? Hier kann man dann schön oben drüber. Ich glaube, die können hier sogar drauf auf das Glasding. Finde ich mega cool. Ich mag solche Tunnel. Finde ich auch immer cool, wenn man im Sea Life ist, diese Hai-Tunnel. Ah, das liebe ich. Ich muss unbedingt da mal wieder hin mit Miri oder so. Sea Life finde ich mega toll. Viele von euch finden das sicherlich langweilig, aber ich finde das cool. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Sea Life findet. Oh shit, komme ich hier noch raus? Ja, okay. So, gehen wir mal durch den Tunnel jetzt durch. Die Gorilla sind nämlich gerade sehr träge, leider. Bin ich jetzt überhaupt so richtig gegangen? Ich habe gar nicht mehr auf die Schilder geachtet. Sieht aber schon sehr schön gestaltet hier aus. Ich finde es auch immer cool, wenn man hier die Bordsteine absteckt selber. Das sieht auch interessant aus. Schön bepflanzt hier alles. Da kommt schon Tropenfeeling rüber. Oder so Dschungelfeeling. Gibt es nochmal Essen. Cool. Schöne bunte Bäume. Hier ist eine Toilette. Hier ist das nächste Gehege, aber ich sehe die Tiere nicht. Keine Ahnung, wo die stecken. Hier ist sogar so ein kleiner Wassergraben. Bei sowas würde ich immer hier so ein bisschen mit Felsen noch arbeiten. Sieht halt sehr unnatürlich aus, ne? So eckig, kantig. Also, dass hier so eine scharfe Kante ist. Aber ansonsten cool, so einen kleinen Graben da noch hinzumachen.
gefällt mir echt sehr gut, muss ich sagen. Auch hier mit dem Hintergrund hinter den Büschen, dass du hier diese bunten Häuser benutzt hast. Schon cool. Doch, die Asia-Sachen passen hier gut rein, wie du ja geschrieben hast. Ich glaube, wir sind richtig gegangen, oder? Oh, das ist echt toll bepflanzt. Das ist auch gut gemacht mit den Ästen so. Oder den Stämmen so darüber, über den Weg. Die sind auch nicht zu niedrig, aber schön darüber ragend. Ich bin sogar richtig gelaufen, wo ich nicht auf Schild geachtet habe. So. Genau, dann sind wir hier rausgekommen. Das heißt, wir biegen links ab. Und dann geht's in den Faungarten, so wie es aussieht, nach oben. Wo sind wir hier? Giga! Gut, die Dinger natürlich immer versenken, ne? Die Düsen. Immer noch ein Stückchen runter. Dann sieht man die wenigstens nicht. Die Tiger drehen völlig durch. Hier auch wieder ein bisschen mit Klippen mehr arbeiten, würde ich jetzt sagen. Ein bisschen kombinieren. Aber ansonsten schon sehr cool. Sieht interessant aus. Oh, hier schwebt ein Teil leider. Aber schöne Höhenunterschiede, schön bepflanzt. Ich glaube, die Tiger können hier noch hin. Und da unten kann man dann sogar nochmal auf die Leistenkrokodile schauen. Da sind wir vorhin lang gegangen. Sehr cool. Also hast viel mit Höhenunterschieden gearbeitet. So, hier geht's links runter. Personal. Gut, das ist ein bisschen unrealistisch hier, ne? Aber gut, ist ja nur der Personalweg. Hier ist nochmal eine kleine Aussichtsplattform. Oh, hier hat man einen schönen Blick auf das Gehege. Jetzt kann man echt nochmal das Krokodilgehege perfekt sehen. Finde ich gut gemacht. Also man kann wirklich von allen Seiten gucken. Von hier, von da und von hier oben. Also die Krokodile kann man super beobachten. Das Einzige, was fehlt, ist so ein Unterwassertunnel. Dann wäre alles abgedeckt. Hier sieht man Äffchen, glaube ich. Oh, wenn man Glück hat wahrscheinlich, ne? Da, wir haben sogar Glück. Man sieht zumindest ein bisschen was von den Äffchen. Gut, sowas ist aber nicht ganz so schön, ne? Diese großen Barrieren. Bin ich kein großer Fan von. Sieht halt irgendwie aus wie so ein Kasten. Das passt immer nicht so ins Landschaftsbild. So, weiter geht's. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, zum Glück ist das ganze Gehege nicht damit abgesteckt, nur der Rand da hinten. Dann geht's noch. Auch hierzu, glaube ich, dich noch ein bisschen mehr austoben können, was die Gestaltung angeht. Sieht irgendwie ein bisschen, ja, wie nennt man das denn? Leer aus? Tricht? Nee, ich weiß das Wort nicht. Wie nennt sich das denn? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein bisschen leer. Du hättest dich hier, glaube ich, noch ein bisschen mehr austoben können. Was Bepflanzung, Felsen, Höhenunterschiede und angeht. Aber ansonsten coole Idee, dass die auch rüberklettern können. Über das Wasser. Weil schwimmen tun Äffchen ja nicht. Finde ich cool. Hier ist ein riesiger Wasserfall. Oh, hier die Büsche sehen. Die hättest du, glaube ich, noch ein bisschen realistischer platzieren können. Das Wasser plätschern könnte man sicherlich auch noch ein bisschen besser machen. Also man sieht einige Düsen. Hier oben sieht das ein bisschen so aus, als wenn der Ursprung ein bisschen schwebt. Den hättest du vielleicht so ein bisschen mehr anpassen können. Und ansonsten so plätschern hier zwischendrin und sowas noch. Also da kannst du dich ruhig noch ein bisschen mehr austoben. Versuchen halt, das Wasser möglichst realistisch aussehen zu lassen. Einfach immer so ein bisschen gucken, wie die Schwerkraft das Wasser wirklich leiten würde und so. Das bekommt man eigentlich ganz gut hin, wenn man sich Mühe gibt mit den Düsen, die man im Planet zu hat. Oh, guck mal, er badet da vorne, der Wari. Schön. Okay. Guck mal, hier noch schön dekoriert. Sowas finde ich immer cool, wenn man so kleine Deko-Elemente mal dazwischen packt. Ist immer schön. Rundgang rechts. Aber die Ausschilderung ist super, sonst würde ich mich mega verlaufen. Sieht aber schon wieder sehr interessant aus. Da geht es zu den Reptilien. Okay. Gehen wir erstmal hier hoch. Oh, was ist das denn hier? Das sieht ja auch cool aus. Weiß nicht, was das ist. Sieht aber interessant aus. Gehen wir mal rein. Ach, du hast hier so ein Stromding eingebaut. Okay. Nicht schlecht gelöst. Hast du einfach mal so ein Deko-Element daraus gebaut. Aus dem Strom-Element. Oh, hier haben wir nee, nicht afrikanische. Indische Elefanten. Wie süß. Gut, hier diese Standardbarrieren bin ich kein großer Fan. Ja, das Gehege hätte sich, glaube ich, allgemein noch mehr austoben können. Das sieht noch nicht so fertig aus wie die anderen Gehege. Aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Kannst du noch ein bisschen Liebe und Arbeit rein investieren. Aber ansonsten sehr schön. Hier sind wieder mega die Höhenunterschiede. Das finde ich echt toll. Das sind zwar noch so einige Platzierungsfehler wie das hier. Könnte man vielleicht einfach eine Klippe oder so ein Klippe-Fels untermachen. Muss ich mir echt mal angewöhnen. So. Rundgang. Wir gehen aber mal kurz hier hin.
Aber hier geht's nämlich. Ausgang, okay. Hier kann man nochmal runterschauen auf die indischen Elefanten. Kann man sich auch nochmal hinsetzen, ein bisschen ausruhen. Weiß jetzt nicht, was das hier ist, wenn ich ehrlich bin. Das sieht ein bisschen komisch aus. Die Büsche. Und dann so eine Box da drin, random. Okay, wir gehen mal den Rundgang weiter. Personalwege. Personal. Du hast zwar geschrieben, wir können auch die Personalwege erkunden, aber machen wir jetzt nicht. Da bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Das passt schon. So, hier haben wir Uran-Utans. Ja, hier wieder mit Felsen ein bisschen mehr arbeiten. So wie du es hier gemacht hast. Guck mal, hier sieht das. Das ist halt der perfekte Unterschied. Hier sieht man das. Wie viel besser das aussieht mit Felsen als hier die Wand, die nur mit Terrain bearbeitet wurde. Aber ansonsten sieht es auch wieder sehr interessant aus. Schön mit Wasser hier. Oh, wie hoch er springt. Holy shit. Schön mit Wasser abgegrenzt hier. Das ist schon toll. Und sowas ist sowieso immer gut, wenn man eigentlich quasi nichts dazwischen hat. Vielleicht hättest du ein kleines Geländer hier noch hinmachen können, damit hier die Leute nicht reinfallen. Aber das ist immer schön, wenn nichts so in der Sicht davor ist. Kein Glas, keine Gitter. Das ist so das Perfekte, was man machen kann. Regenwald. Bieg wieder kurz ab. Sieht irgendwie schon interessant aus mit diesen ganzen indischen Gebäuden. Gefällt mir. Oha. Rainforest Exhibit. Das sieht cool aus. Da gehen wir aber gleich erst hin. Wir folgen dem Rundgang. Interesting. Sehr schöne Musik. Wasser plätschern. Kann man denn hier gucken? Ach da, ein wildes Mitarbeiter. Oder was gucken die Leute hier an? Ich weiß es nicht. Ach, da unten gibt es irgendwas. Was passiert hier? Ja, nur ein komisches Geräusch. Gehen wir weiter. Gut, das mit diesen ganzen Geländern finde ich immer nicht so schön, diese Standardgeländer. Das ist immer schöner, wenn man ein bisschen Abwechslung macht mit eigenen Geländern. Imbiss. Gehen wir mal hinein. Imbiss. So ein bisschen asiatisch angehaucht aus. Gut, hier immer noch mal so eine kleine Ecke, wo man was snacken kann. Hier auf die Schilder kannst du auch was draufschreiben. Jetzt vielleicht mal noch irgendwie Pommes draufschreiben können oder Gulpi oder was auch immer. Dafür sind die Schilder ja da. Irgendwas passiert da mit einer Truhe oder so. Ich höre das die ganze Zeit. Immer noch mal einen Blick von der anderen Seite auf die Uran-Utans. Haben sie Panik? Werden wir gleich gefressen oder was? Sowas würde ich auch immer aufpassen, dass man das zumindest dann auf der richtigen Höhe macht. Weil ich finde das immer nicht so schön, wenn es dann so runter geht und dann direkt der Laden kommt. Also bei der Platzierung von solchen Gebäuden. Oha. Gut, das ist auch unrealistisch, ne? Also sowas würde ich auch nicht machen. Palmen so auf dem Weg platzieren. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich verstehe. Mit dem random Busch. Irgendwas drin versteckt? Ein Easter Egg? Nee. Aber wieder rückgängig. So, dann gehen wir jetzt aber... Hä? Da hat der Rundgang jetzt aber keinen Sinn ergeben, oder bin ich jetzt doof? Ah nee, sie meint ja, ich kann abzweigen, ne? Wenn da andere Schilder sind. Also ich hätte sogar hier lang gehen müssen. Dann habe ich das gerade wahrscheinlich auch schon falsch gemacht. Aber jetzt gehen wir zu dem Rainforest Exhibit. Das sieht super interessant aus. Das finde ich auch cool hier. Du hast so einen richtigen Felsweg hier gemacht. Nicht nice. Coole Idee. Boah, das sieht interessant aus, oder? Holy shit. Was uns da wohl drin erwartet? Müll. Muss wohl ein paar mehr Mülleimer noch platzieren. Education Zone. Talks every 30 minutes. Okay. Hier kann man sich dann auf die Baumstämme setzen und dann wird man unterrichtet von irgendjemandem, der sich auskennt. Finde ich coole Idee. Hier geht's dann hinein. Oh, wie cool. Richtig cool. In so einer Höhle mit so einem Glasdach. Jetzt so vielleicht noch diese fallenden Blätter machen können und diese Tropensounds. Das würde noch viel zur Atmosphäre beitragen. Ansonsten richtig coole Idee. Sieht schon echt nice aus, wie hier so das Licht durch die Bäume durchkommt. Ey, das sieht richtig cool aus hier. Mega interessant. Holy shit. Gefällt mir. Ich sehe leider noch keine Tiere oder so. Wow, wirklich. Richtig cool.
Wo dieses Flackern ab und zu vom Licht, das bist. What? Warum ist das Schild hier falsch rum? Name how many? Hast du geschrieben? Ah, das Regenwaldgebäude ist aus dem Workshop. Ich habe es gerade nachgelesen, Leute. Okay, ich hätte es noch ein bisschen abgeändert tatsächlich. Das hier ist natürlich hier verwirrend. Ich hätte hier aber noch ein bisschen mehr Atmosphäre reingebaut mit fallenden Blättern und vielleicht noch ein bisschen Nebel so oben an den Glasscheiben oder so oder hier hinten. Das wäre cool. Dann natürlich noch diese Sounds und so. Da kann man sicherlich noch einiges draus machen. Aber ansonsten ist hier schon die Stimmung echt gut. Gefällt mir richtig gut das aus hier. Nur dieses Geräusch triggert mich. Was die ganze Zeit da Kiste auf, Kiste zu. Keine Ahnung, was das ist. Weiß auch nicht, wo das sein soll, wenn ich ehrlich bin. So. Aber eigentlich sind wir doch jetzt da oben wieder angekommen, ne? Das heißt, wir müssten uns jetzt Richtung Ausgang begeben. Ich habe aber keine Ahnung, wo es lang geht. Uff. Ich gehe mal von oben gucken. Ich habe mich jetzt, glaube ich, verlaufen. Irgendwas falsch gemacht habe. So, das ist der Eingangsbereich. Hier waren wir vorhin. Irgendwas haben wir doch hart falsch gemacht. Wir waren auch noch nicht im Dschungelcamp. Oder darf ich da jetzt zuerst hingehen? Weil es stand ja in der E-Mail, ich darf solche Schilder dann immer erst machen. Gehen wir in die andere Richtung. Irgendwas habe ich falsch verstanden, definitiv. So, gehen wir mal ins Dschungelcamp. Auch sehr schöne Ecke hier. Sieht das super aus. Oh, idyllisch. Hier würde ich mich hinsetzen. Hier so ein bisschen Wasser. Schöner Wasserfall. Das sieht super aus. Das haben wir ja gerade schon von der Seite gesehen. Sieht toll aus. Wo sind wir hier? Ich glaube, es gibt hier noch voll viel zu entdecken. Ich habe nur richtig viel falsch gemacht, oder? Oder waren wir hier? Doch, hier waren wir. Ah, wir waren doch hier. Aber wir waren noch nicht in der Reptilienhöhle. Die haben wir gerade übersprungen. Gehen wir mal hinein. Hier würde ich auch wieder ein bisschen mit Felsen arbeiten. Das ist so eine kleine süße Höhle. Kannst du sicherlich auch noch mehr Atmosphäre reinkriegen mit ein bisschen Nebel, ein bisschen mehr Felsen und so. Und vielleicht diese Dinger direkt in die Wand einbauen oder sowas. Ich finde das teilweise auch immer schwer, diese Vivarien vernünftig einzubauen. Echt schade, dass man die immer nur so als Viereckskästen hat und die nicht richtig selber gestalten kann. Aber die Tierchen, da achte ich ja schon lange nicht mehr drauf, wisst ihr. Finde ich nicht so spannend. Habe ich schon zu hundertfach gesehen. So, jetzt weiß ich aber gar nicht, ob ich jetzt alles gesehen habe oder nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Ne, hier waren wir auch nicht drin. Das ist ein Pfauengarten. Oh, wie schön. Da laufen sie. Ein kleiner süßer Rundgang. Wie so ein kleiner idyllischer Park. Finde ich cool. Kann man sich dann auch nochmal ausruhen. Hier ist auch ein Springbrunnen. So, jetzt öffne mal dein Federkleid hier. Für die Klicks, für die Likes. Macht er das jetzt echt? Guckt sich auf jeden Fall um. Mensch. Habe ich einen Schluck Cappuccino getrunken und das ist immer noch nicht offen. Da gibt es wohl dieses Video kein Like. Kann man machen, nix. So, und wieder zurück. Ja, ich habe das vorhin ein bisschen falsch gemacht. Ich bin halt nie abgebogen an solchen Sachen. Bin einfach zu straight dem Rundgang gefolgt, glaube ich. So, schauen wir mal von oben. Hier waren die Leistenkrokodile. Das hier ist... Waren wir hier lang? Ne, das ist alles Mitarbeiter. Okay. Wir sind hier abgebogen. Hier war das Affenhaus mit dem coolen Affentunnel. Waren wir hier hinten? Das hatten wir gesehen, aber keine Tiere, ne? Sind hier Tiere drin? Das Gehege scheint leer zu stehen, Leute. Gibt es anscheinend keine Tierchen. Okay. Genau, dann sind wir... Hier unten waren wir auch nicht drin. Ah, hier ist Underwater Viewing. Schaut mal. Das hatten wir auch nicht gesehen. Sieht natürlich auch noch ein bisschen leer hier aus. Muss nur noch ein bisschen mit Felsen und Deko und so. Was sieht man denn hier? Oh, hier kann man sogar... Oh, die schweben ein bisschen. Die kann man sogar sehen von Underwater. Underwater vor allem. Underwater. Cool. Da kann man die wirklich von allen Seiten betrachten, die Leistenkrokodile. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine weiteren geheimen Gänge übersehen. Hier waren die Tiger, hier war der große Wasserfall, Katas, Varis, Faue oder Fauen, Reptilienhaus, hier waren die Elephants. Was gibt's denn hier?
Ach, hier unten können die Elefanten auch noch drunter. Okay. Da können die auch schlafen sogar. Das habe ich auch, glaube ich, gar nicht gesehen. Uran-Utans. Haben wir hier drin? Ach, das war der Imbiss. Okay. Hier war das Rainforest Exhibit. Fand ich auch sehr cool. Aber da kann man sicherlich noch mehr rausholen. Sieht aber schon sehr interessant von innen aus. So, ich glaube, dann haben wir alles soweit gesehen, ne? Ich denke schon. Also ich glaube, wir haben jetzt nichts großartig übersehen. Falls ja, ihr könnt es ja selber besichtigen. Der Zoo ist ja unten in der Videobeschreibung. Schauen wir es nochmal bei Nacht, weil du hast ja geschrieben, bei Nacht hast du es auch ein bisschen ausgebaut. Gehen wir mal hinein hier. Sieht ja schon mal cool aus. Tropical Island. Bei solchen Schildern würde ich immer Scheinwerfer benutzen, die das richtig ausleuchten. Finde ich immer cool. Ansonsten sieht das schon ganz gut ausgeleuchtet aus. Gut, die Wege kann man sicherlich noch mehr ausleuchten. Muss man aber nicht. Reicht eigentlich aus. Aber so richtige Scheinwerfer-Highlights sehe ich jetzt nicht. Das sind halt nur normale Straßenlaternen. Oh, in den Tunnel gehen wir nochmal kurz rein hier. Auch nicht ausgeleuchtet. Also da kannst du dich auch noch mehr austoben. Hat aber trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, liebe Annika. Machen wir wieder Tag. Fliegen mal in den Eingang zurück. Und dann würde ich sagen, das war Tropical Island von Annika. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr den Zoo mal selber ausprobieren wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Und falls ihr auch selber mal einen Zoo einsenden wollt, dazu stehen auch alle Infos unten in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.